Ich bin hier. Ich bin hier. Kannst du aufstehen? Ja. Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Amicia, wir sind da. Ich weiß. Nicht mal Musik am Ende. Keine Musik. Der Nebel lichtet sich. Ganz langsam. Makula ist tot. Ichigo leider auch. Holy shit. Holy shit. Errungenschaft freigeschaltet, König Hugo.
Kapitel 17. Das Erbe der Familie de Hun? Ein Jahr später. Wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Ich mag ihre Haare. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden, sag Bescheid. Um dich zu verabschieden? Ja, brauche ich. Okay, ich kann hier noch mal reingehen. Meine Damen, ich muss gehen. Danke für eure Besuche. Bitte kümmert euch schön um alles. Das hört sich so an, als ob sie von ihr weggehen würde. Also komplett. Geht sie mit ihr auf Seefahrt vielleicht? Ich würde gerne mal reingehen. Ich werde deine Wärme vermissen. Oh, die ruhigen Nächte. Wie du mich vor dem Gewitter schützt. Aber ich muss es tun. Was musst du tun? Was musst du tun? Weil kann ich noch hier aufs Dach? Ist eine Blume. Ah ne, schade. Ich dachte, das wäre das Ende, aber was ist das denn jetzt hier? Schon gut, gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge. Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Puh. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst?
keine. Na gut. Okay, wir wissen also, was sie machen würde. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Bald geschafft. Bin mal gespannt, ob ich jetzt reiten darf. Schon das weiße Pferd. Ja. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Da oben war ein Feuer. Da. Oh, vielleicht ein Schrein oder sowas. Es wird schon alles gut. Ah, ne. Okay. Vielleicht hat sie ihm ein Denkmal oder so gebaut. Oder einmal die letzte Aussicht genießen, irgendwie sowas. Okay, da war kein Feuer eben. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Ja. Bedenkt hier, dieser geile Berg, Alter, diese Landschaft ist so geil. Boah. Boah. Komm schon, du schaffst es. Wäre auch schlimm, wenn du es nicht schaffen würdest. Ich bin's. Ich komme rein. Das ist wirklich ein Ruheort für Ego. Oder? Ja. Schon gut, keine Sorge. Bei ganz vielen Vögeln. Weil er Federn ja so liebte. Noch mehr als Blumen. Die sind zum ersten Mal hier. Ach so. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber... Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer?
Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Jetzt kommen nochmal die Credits oder sind das die richtigen Credits? Ich weiß es nicht. Oder eine Fortsetzung von den Credits? Ja, es ist eine Fortsetzung, glaube ich. Ja. Was zum Henker? Was ein krasses Spiel. Es ist echt gut. Es gibt nur ein großes Problem, was es an dem Spiel gab. Das war die Steuerung halt. Leider. Kann aber auch daran liegen, wie gesagt, dass es erst released wurde, ne? Wie gesagt, ich hatte auch echt manchmal große Probleme mit der Steuerung, dass sie überhaupt nicht das getan hat, was ich wollte. Und ja, das war eins der größten Probleme. Der Rest ist sehr traurig, aber auch sehr gut. Es ist schade, dass Arno gestorben ist. Es ist schade, dass der Grafen die Gräfin uns verraten hat. Es ist schade, dass wir nicht die Insel wirklich gefunden haben. Also die, die von der Hugo geträumt hat. Es ist schade, dass Hugo stirbt. What the fuck? Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Amicia stirbt. Und als sie angeschossen wurde vom Grafen, da habe ich gedacht, okay, es könnte es gewesen sein, aber ich wusste auch, dass es kann nicht sein. Also als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, ne, kann nicht sein, dass sie stirbt. Aber meine größte Befürchtung war, dass Amicia halt stirbt. Und das, was ich am Ende mir gewünscht hätte, wäre unsere Mutter. Amicia, also die Mutter, Amicia, Hugo, Sophia und Arno, wie die einfach in diesen Bergen halt leben würden. Und würden sich da was aufbauen. Und dass vielleicht Arno und Sophia so vielleicht sogar ein bisschen enger befreundet werden, vielleicht sogar. Und dann quasi Vater- und Mutterersatz sein könnten. Aber das Spiel hat leider ein absolutes Sad Ending. Aber es bietet jetzt auch
Potenzial für einen dritten Teil. Weil jetzt kann ich mir eher vorstellen, dass es einen dritten Teil geben wird, wo Amicia als Unterstützerin, als Beschützerin mit Lukas, der dann ultimativer Alchemist ist, und Sophia, die, keine Ahnung, die besten Connections hat, weil sie eine legale, ultimative Händlerin geworden ist, und sie dann irgendwie durch, mit Lukas Hilfe, also Lukas entwickelt dann irgendwas, um die Nakula einzuschränken und zu zerstören, und hat irgendwie, keine Ahnung, so ein riesiges Schloss, wo einfach nur ein Labor drin ist und wo er dann alles daran setzt, das zu lösen. Und Amicia begibt sich dann auf die Suche nach dem Träger und unterstützt sie dann, wenn sie sie gefunden hat. Und dann gibt es natürlich irgendwelche Parteien, die das wieder aufhalten wollen, klar, so. Und dann am Ende schaffen sie es aber irgendwie, dass die Makula für immer besiegt wird, irgendwie. Das ist jetzt das Potenzial für den dritten Teil, theoretisch. Wenn mein Good Ending eingetroffen wäre. Wenn mein Good Ending eingetroffen wäre, hätte es keinen dritten Teil geben können. Meiner Meinung nach. Weil Hugo, Amicia und alles ist gut. Die leben jetzt da und keine Pest mehr und alles ist in Ordnung. Wisst ihr? Da kann ich mir halt schwer einen dritten Teil irgendwie vorstellen. Das wäre auch irgendwie komisch, dann nochmal irgendwie was zu machen. Irgendwie, die, ja, keine Ahnung, die Leute wollen Hugo vielleicht entführen und doch die Makula, keine Ahnung. Irgendwie sowas, aber ja, keine Ahnung. Also das ist ein bisschen komisch. Das wäre komisch. Aber jetzt gäbe es ultimatives Potenzial für einen dritten Teil und es wäre echt eine super gute Idee, einen dritten Teil zu machen. Der zweite Teil toppt nochmal den ersten Teil, der auch schon gut war. Und vor allem, die Spieldauer hat sich fast verdoppelt. Und bei so einem guten Spiel von also Plague Tale Innocence, eine Verdoppelung der Spielzeit hinzubekommen und es trotzdem noch gut ist, das ist genau das, was Spieler wollen. Geiles Game, was noch geiler ist als das Vorgänger-Game. Mit mehr Spielzeit. Aber es wird dann auch immer schwieriger, dieses Niveau beizubehalten. Das heißt, der dritte Teil hat schon extrem hohe Anforderungen. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, wir machen jetzt die doppelte Zeit vom zweiten Teil. Boah, das wird schwierig. Also wir haben jetzt 36 Parts. Und ja, das Spiel kriegt von mir eine 100 auf 100. Safe. Man kriegt von mir eine 100. Das einzige Problem war die Steuerung. Der Rest war awesome. Klar, einmal gab es einen Bug, ne? Und, ne, zweimal gab es, glaube ich, oder dreimal sogar. Bugs. Aber, ja, es ist halt gerade released worden. Dafür, dass das Spiel nur so wenig Bugs und Probleme hat, ist das fucking awesome. Irgendwann kommt da ein Patch raus und behebt vielleicht die Steuerungsprobleme. Oh mein Gott. Alles klar, es gibt einen dritten Teil. Da ist ein Baby. Alles klar, es wird einen dritten Teil geben. Errungenschaft freigeschaltet, Ritter. Es gibt einen fucking dritten Teil. Abenteuer abgeschlossen. Armbrust des Ordens. Du hast eine besondere Färbung erhalten. Und du kannst neues Spiel Plus machen. Neue spezielle Schwierigkeitsgrad mit allen Codex-Einträgen, Aufwertungen und Fähigkeiten. Okay. Das war's. Ah, hier kann man auch sehen, wo man was verpasst hat. Oh, hier haben wir was verpasst. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier nicht. Hier auch nicht. Was? Hier habe ich nichts verpasst? Okay. Und hier auch nicht.
Und hier eins, okay. Hier nichts. Hier nichts. 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 Oh mein Gott. Ich war ja dann doch besser als gedacht. Ich war nur am Anfang ein bisschen kacke. Aber ich dachte echt, dass wir am Ende auf dieser Rieseninsel was verpasst haben. Aber anscheinend nicht. Das freut mich ja dann doch sehr, dass es nur der Anfang war. Okay. Was ein Spiel. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber es ist jetzt safe, dass ein dritter Teil kommt. Das ist ja geil. Aber das wird in der Zukunft spielen. Weil habt ihr das gehört? Stöckelschuhe und medizinische Geräte, elektronische medizinische Geräte im Hintergrund. Weil man hat genau gehört, dieses Piepsen. Piep, 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 ne? Und dann dieses Puffen irgendwie so, dieses Puff, 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 Puff. Das ist doch safe dann in der Zukunft. So unsere Zeit. Das wäre ja mega geil. Boah. Das wird krank. Okay, dritter Teil confirmed. Nice. Also der wird auch instant gekauft, instant gespielt, so wie der zweite. Mega froh, dass ich dieses Projekt angefangen habe. Holy shit, was für ein geiles Spiel. Bis auf die paar Bugs. Klar, man regt sich auf, man hasst das Spiel dann für einen Moment und dann ist auch wieder gut. Klar, das passiert jedem irgendwann mal bestimmt. Mir ist es auch ein paar Mal passiert in dem Spiel. Wegen der Steuerung halt. Aber wie gesagt, die Story ist awesome. Bis darauf, dass Hugo halt stirbt. Und was noch lustiger war, war, dass meine ganzen Predictions einfach fast wahr wurden, ne? Bis auf die eine mit Sophia. Ich wusste, dass Arno sich irgendwie für uns opfern wird. Ich wusste, dass Arno uns hintergeht. Und danach sich opfern wird. Das wusste ich. Ich habe es einfach predicted. Also ich wusste es nicht. Ich habe es halt predicted. Aber bin froh, dass Sophia uns nicht hintergangen hat. Das war die einzige Prediction, die es dann noch hatte, die noch so unklar war, wo ich dann gesagt habe, oh, ich hoffe, dass sie uns hilft, dass sie das nicht nur wegen ihrer Schuld tut oder so, sondern dass sie uns aus freien Stücken hilft. Und das ist auch zum Glück eingetreten. Oh, da bin ich schon mal froh drum. Aber schade um Arno, ne, auch. Eigentlich. Ah ja. Was ein Spiel. Ja, und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns nach Abschluss von New Game Plus freigeschaltet. Ja, wir haben natürlich das Protector Pack. Das Beschützerpaket. Nach Abschluss des Spiels kriegen wir die Ordensarmbrust, aber ganz ehrlich, ich will nichts mit dem Orden zu tun haben. Das ist ein Arschloch, der Orden. Will ich nichts. Ich will doch nicht den scheiß Orden. Doch lieber den Beschützerorden. Mit Sonne und Mond. Oder Josephs Armbrust. Kapitel 5 freigeschaltet. Ah, ja. Joseph war auch ein guter. Ja. Na, wie gesagt, eine Sache haben wir nicht geschafft. Eine Blume fehlt uns. Klar, die Erinnerungen sind nicht so ganz, aber eine Blume, das ist ein bisschen schade. Ein bisschen Abfuck, aber naja. Hallo. Escape. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Was auch immer es sein wird. Und wir hören und sehen uns auf jeden Fall zu A Plague Tale 3 wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.